Ja, wie soll ich da anfangen? Ein Haufen Bücher, ein Mensch mit Szenen sieht geruhsam aus, aber es geht um etwas ganz anderes. 8 Bände. Neun Bände, seht ihr, Korrektur kommt schon. 5'000 Seiten, 12'700 Stichwörter, das Wedderberger Namenbuch. Und der hier bei mir ist, das ist der Professor Dr. Hans Stricker. Und jetzt würde es mal interessieren, die letzten Jahre, ab 2000, wo du dran warst, bist du in dem Namenbuch, bist du wahrscheinlich selten gerade so geruhsam da angeguckt. Zwischendrin schon, hier und da. In den ersten Jahren haben wir es noch erlauben. Aber in den letzten Jahren, gar seit ich allein dran bin, war dort nur viel zu wählen. Weil die Sache muss vorwärts gehen, es geht so schon lange genug. Und es hat es einfach gebraucht. Und gell, wenn wir jetzt sagen, du hast gesagt, wo du dann quasi allein warst, also im 2006 ist der Kanton dann ausgestiegen, oder? Das heisst mit anderen Worten, du bist jetzt schon 11 Jahre ehrenamtlich dran. Ja, mehr oder minder schon, ja. Die ersten 3 Jahre haben wir einen Kredit vom Kanton und vom Nationalfonds. Dann haben wir, weil das natürlich nicht gelangt hat und nicht hat können lange, haben wir mit Mühe und Not noch verlängern nochmal um 3 Jahre, grosso modo. Dann aber im Jahr 2006 war es fertig gewesen, hat der Kanton hat sich festgelegt vorher, also nur weiter, weil sie beteiligen daran. Und dann musste ich einfach schauen, wie es weitergegangen ist. Ich habe dann den hauptamtlichen Mitarbeiter, der Peter Masüger, müssen entlassen. Wir haben es natürlich gesehen und es ist dann so auch gekommen. Und von da weg bin ich allein als wissenschaftlicher Bearbeiter an der Erbe gewesen. Da sind wir noch ganz am Anfang von der wissenschaftlichen Phase, nämlich vom Namen deuten, gestanden. Bis da haben wir nur auf das Material einigermaßen beieinander gehabt. Haben es ergänzt durch die modernen Strassennamen, die in jeder Gemeinde natürlich zu Hunderten entstanden sind. Also Namen, wie jetzt der Blumenweg oder Torbweg oder weiss ich was, historisch gesehen und wissenschaftlich sehr bedeutungslos sind, aber die doch auch zum Namen gut gehören und heute im Grunde noch länger mehr das Bild von der Landschaft dann, prägen. Die Flurnamen, die es uns darum geht, vor allem hier im Berggebiet und neben die Ossen, die zum Teil noch romanischen, zum Teil sogar vorrömischen Namen, die sind natürlich heute den meisten Leuten gar nicht mehr bekannt. Und das ist auch ein Grund, warum, als wir gesehen haben, warum was man allgemein in der Schweiz und noch darüber raus sieht, dass Sammlung von Orts- und Flurnamen zu einer wichtigen kulturgeschichtlichen Aufgabe gehört. Das Thema können wir noch, das hat ja schon in jungen Jahren natürlich interessiert. Aber etwas hat mich schon noch ein bisschen beschäftigt. Also vom 58 bis zum 80 hat man schon mal ein St. Gallen-Namenbuch gemacht. Und dann ist eigentlich alles gestorben. Es ist nichts zustande gekommen, oder? Also, und du hast es das einfach durchgeschiert. Also müssen wir jetzt ehrlich sein, wenn du nicht gewesen wärst, gäbe es so ein Werbenamenbuch nicht. Sicher nicht. Man kann nicht sagen, es sei nichts zustande gekommen. Es ist einfach. Es musste unterbrochen werden aus personellen und finanziellen Gründen. Dazumal in den 80er Jahren. Du könntest einfach Politiker werden. Diplomatisch ausgedrückt. Ja. Ist diplomatisch ausgedrückt. Ja, es ist diplomatisch ausgedrückt. Aber es ist so, es ist einfach ein ewig nur gegangen. Und die das geleitet haben seinerzeit, sind so tief in anderen wichtigen Aufgaben waren, dass sie eigentlich auch keine Freiheit mehr hatten, um hier weiterzumachen. Jetzt bist du, und auf das können wir vielleicht noch, mal zuerst an. Also bist du im Grabsenberg, gell? Inkernest aufgewachsen. Ja, wo geht's noch? Inkernest ist ja eine Alp. Aha. Dort oben Voralp sehr. Ja. Dort ist mein Urgroßvater 70 Sommer zur Alp gewesen. Inkernest, ja, um 70 Sommer. Aber gibt's so, gell? Ja, das gibt's so, ja. Wo bist du aufgewachsen? Ich bin am Vierst aufgewachsen. Aha. Das ist hier vom Leversbergen weg, 800 Meter weiter auswärts, südwärts. Auf gleicher Höhe ungefähr. Und dort bin ich als Bub auch natürlich bei den Vätern und Besen und bei der Großmutter sind wir auch in die Landwirtschaft einbezogen gewesen. Ich bin heute schon in den Meierberg rein, habe dort oben geschlafen, dort oben gehört. Und das hat meine Vertrautheit und mein Interesse an der Landschaft unheimlich verstärkt. Damals. Ich habe nur darum gefragt, weil ich gedacht habe, Vierst, ich habe schon gewusst. Oder? Also, es tönt dann noch ein bisschen deutsch, könntest du denken, das heisst der Vierst. Ja, da kommt ich nichts dafür. Aber irgendwie bist du dann fasziniert von all diesen Namen, oder nicht? Gampenei, Inkernest oder Leversberg? Ja, wo man da ist eins. Und für was man sich interessiert, ist das andere. Ich habe mich ja nie nur für
unser Namen und unsere Mike interessiert. Ich habe mich auch für andere Kulturen, andere Sprachen interessiert. Ich habe, als ich Kantonsschule bei St. Gallen und Romanisch gelernt. Aber warum denn das? Es hat mich einfach zu ernst. Aber warum? Romanisch. Kommt doch jetzt kein Mensch auf Romanisch. Wohl ich schon, weil ich habe schon als Bub, man muss wieder von diesen Namen reden, wenn die Rede von Campervi oder Amadang oder Impelwitze oder so, das hat mich einfach gereizt, das hat mich auch irritiert. Auf eine Art war völlig klar, wo der Name hinweist, wo es ist, der Ort. Das hat jeder Grabserberger da natürlich gewusst. Und die meisten wissen es heute noch. Und gleich habe ich gemerkt, und hat es mich einfach, einfach gemerkt, das sind Wörter, die nicht sind wie unsere anderen Wörter. Wie Tisch und Vater und Mutter und First und weiss ich was. Inkernast und Ankerpelz und Ischlewitz und Isisitz und so weiter. Das hat mich da schon zänzt, da weiterzukommen. Und hat es irgendwie ein Schlüsselerlebnis gegeben? Ja, generell. Schon? Ich habe einfach, als ich in St. Gallen in der Kantonsschule war, im Schülerhaus, hatte es auch Bündnerschüler, die in der Verkehrsschule in St. Gallen waren. Und da hatte es eben ein paar Romanschen dabei. Und als ich die gehört habe, dann war mir einfach sofort klar, die Sprache muss ich lernen. Das ist das, was mir weder Schulfranzösisch noch Schulenglisch noch Schulitalienisch hat können bieten, nämlich Aufschluss zu geben über die Fragen, die mich schon als kleiner Bub da beschäftigt haben. Ich habe schon als Bub aufgezeichnet, dort ist es nehmen, dann haben wir dort zusammengereimt, woher es kommen kann. Und natürlich ohne garantierten Erfolg, weil die Voraussetzungen habe ich eben noch nicht gehabt. Und das habe ich erst erarbeiten. Aber ich habe genau gewusst, wo ich in St. Gallen bin, dass ich, wo ich dort jung war, dass mich das interessiert und dass ich das lernen will. Das habe ich auch in kurzer Zeit dann gelernt. Habe dann mal gehört im Museumszimmer. Aber was hat sie dann gesagt? Nein, also, das ist verschiedene. Aber welcher war Betrieb, oder? Das war ihnen schon recht. Ja. Ich habe ja nichts versummt dabei. Und ich habe auch niemanden gestört damit. Das hat mich einfach interessiert. Bist du in der Schule, in der Gesamtschule in Grabserberg, fast ein bisschen ein Aussenseiter gewesen? Also nein, ich war noch nicht. In der 1. bis 6. Klasse bin ich noch in Saal Schulhäuschen da. Schluss. Also ich heiße der Streber und so weiter vom First. Nein, meine, ich war wie die einen auch. Einfach, ja. Und bist du geblieben bis zum heutigen Tag? Muss ein anderer sagen, so weiß ich nicht. Nein, es ist eindeutig so. Aber, du bist einfach, ja. Ich wollte einfach die Bodenhaftung nie verlieren. Das war mir wichtig. Und ich gehe auch so gerne fort und bin auch gerne fort. Wir sind jetzt ja seit 15 Jahre gehen wir alle auf Rumänien, alle Jahre, zweimal oder so. Und auch an viele andere Orte. Also ich bin nicht einfach, dass ich noch daheim glücklich bin und dass mich noch das interessiert und dass ich noch der mit den Namen bin und der, der noch an dem Mumme studiert. Ich studiere natürlich einen ganz anderen Mumme. Aber das war eigentlich eine Konstante in meinem Leben, dass ich das nicht gehen wollte und nicht daraus rausgehen. Das heisst, dass wenn ich heimkomme, dass ich mit Freunden rede oder dass die Leute sagen, ha, kannst du nur reden wie die Leute oder so. Das hätte sie nicht fertig gebracht. Das ist eindeutig. Das habe ich erlebt in einem Interview, gell, mit deinem Vater. Oder? Natürlich ein super Interview, aber da hat er irgendwann gesagt, haben wir eine Butter. Ja, Butter hat er gesagt, schon schmal. Ja, ja. Hast du das so viel korrigiert? Ja, das habe ich noch nie gehört vom Vater, als er Butter gesagt hat. Da wollte ich nur ihm sanft quasi sagen, da ist dann schon schmal zu sagen, auch wenn der Hans-Jürg da ist. Tut dem auch nicht weh. Und dann bist du eben, hast du Kantonsschule gemacht und dann hast du ein Studium gemacht. Und dann ist eben darum gegangen, was ich studieren wollte. Und es war für mich klar, dass ich Sprachen studieren wollte. Und dass ich auch das Romanisch irgendwie in ein Studium einbauen wollte. Weil ich hatte dort bereits das Gefühl, dass dort warten auf meine Fragen, die ich gerne beantworten wollte. Und dann habe ich angefangen mit Germanistik, Anglistik und Romanistik. Und habe dann aber nachher schon 4 Semester habe mich dann auf die Romanistik eingegrenzt. Ich habe noch vor dem Antrieb vom Studium Professor Bezzola an der Uni Zürich, das war der Romanist für rätoromanische Literatur, auch französische und italienische Literatur, ein alter Mann, habe ich ihm geschrieben und gesagt, ich habe mein Dilemma geschildert, ich will eigentlich das Romanische in ein Studium einbauen, aber im Prinzip wäre mir die Anglistik sonst näher gestanden, was ich machen könnte und ob ich überhaupt mit dem Romanischen etwas anfangen kann. Er hat mir dann zurückgeschrieben, mein Herr, Sie müssen sich sagen, dass Sie für das Rätoromanisch kaum je
eine Möglichkeit, irgendwas in einen Beruf einzubauen. Und dann ist der ominöse Satz gekommen, es wäre denn, sie würden einmal an das Institut des Dictionnaire Romanisch Grisund in Chur verpflichtet, als Redakteur an dem vierten nationalen Wörterbuch in Chur, wo, was aber nur möglich erscheint, wenn sie sich erstens in Wortenschrift, in das Romanisch, in allen Dialekten einschaffen und zweitens kein Bündner Kandidat mir vor der Nase stehen. Ich habe an das gar nicht gedacht. Ich habe weiter nicht darüber nachgedacht. Ich habe gedacht, ja gut, es interessiert mich trotzdem. Ich mache es jetzt einfach. Und dann ist es eigentlich genau so gekommen, wie er mir das geschrieben hat. Ich bin dann vom Institut in Chur, vom Dr. Schorta, das ist ja der Schöpfer vom Rätischen Namenbuch, von der Bündner Namenforschung, angefragt worden, ob ich nach dem Studium als Assistent zu ihnen komme. Und ich könnte ja meine Dissertation schreiben dann aufgrund von ihrer Fachbibliothek, die sie hier haben, wo natürlich eine der besten ist auf diesem Gebiet. Und das ist genau so gekommen. Ich bin dort dann geblieben und bin dann 71 bis 84 bin ich dort Redakteur gewesen, am Dictionnaire. Also ich bin dann eigentlich zu den Romanen gegangen. Ich habe den ganzen Tag im Büro ist nur romanisch geredet worden, Engadin-Romanisch und so selbisch. Und das war eigentlich meine Alltagssprache hier in den 7 Jahren zu Chur. Ja, man kommt jetzt in, natürlich auch durch DRS, oder? Man hat natürlich das gut gepflegt, oder? Hat natürlich auch ein Studio gegeben. Ich kann mich noch erinnern, oder? Ist immer Allegra ist dann gekommen, und dann wir zwischendurch wieder für das Regionaljournal. Wenn wir ein Zeichen mit mir dran sind, ich weiss nicht genau, der Christian Jos hat mir einen liebevollen Jasper Stubam beigebracht, wie das Stichwörter wären. Aber ich habe dann höchstens ein, zwei Stichwörter verstanden. Also ja, du hast dann die vier Idiomen also lokal verstanden? Ja, natürlich. Das gehört ja dazu. Ich habe ja auch an der Enzyklopädie vom Bündner Romanischen habe ich ja mitgearbeitet während 13, 14 Jahren. Und dort ist man ja mit dem, da ist man alphabetisch durch den ganzen Wortschatz, sorry, wird da redigiert, ein Wort ums andere. Im 39 ist der Erstband mit dem Buchstaben A rausgekommen. Und da, wo ich angefangen habe, im 71, ist man beim Buchstaben F gesehen. F gab fertig zum E sogar. Und das erste Wort, das ich redigieren durfte selber, ist das Wort exakt gewesen. Und das war noch ein kleines Wörtchen natürlich, ohne kulturgeschichtliche grosse Bedeutung. Aber nachher sind dann grosse Namenartikel dazugekommen, die mich dann schon gefordert haben und wo ich manchmal wochenlang an einem einzigen Wort gearbeitet habe. Aber das Romanisch klingt ja manchmal wirklich völlig unterschiedlich. Ich meine, immer Romanisch sei Romanisch, aber auch wenn Engadin Romanisch hat oder im Oberland. Also, wie hast du das gelernt? Ja, learning by doing. Aha, und Themser hast du auch verstanden, Thomas Themser? Ja, so weit man es überhaupt gehört hat. Reden die eben überhaupt romanisch? Ja, es hat noch einen Grundstock von der Bevölkerung, Sems, der noch romanisch redet. Das schon. Aber und dann bist du hier oben gesehen, Namenbuch. Darf ich ganz schnell hoch. Ja, natürlich. Das ist die Reihe von dem Diktionar, ist jetzt auf fast einen Meter breit angewachsen. Jeder Band, das ist jetzt der Band vom Buchstaben G. Ein Band, der schon 800 Seiten so. Das sind, und da komme ich jetzt gerade auf einen Artikel, den ich selber seinerzeit verfasst habe. Und zwar der Artikel God, oder engadinisch God heisst der Wald, also der Artikel über den Wald. Auf Romanisch so selbst heisst es Waul. Und da habe ich etwa drei Schachteln voll kleine Zähne, Fresszähne aus 100 Jahren Geschichte, hat man alle Zähne hier gesammelt, habe ich müssen sichten und daraus einen Artikel machen. Der Artikel ist dann nachher, der umfasst natürlich auch die Waldnutzung, die Waldprobleme, die man hatte mit dem Bündnerwald, mit der Übernutzung vom 18. Jahrhundert. Da sind ja die Wälder wacker zurückgegangen. Also wenn man da die Inhaltsübersicht anschaut, da sieht man ungefähr, um was es da drin geht. Also Wald im Allgemeinen, dann der Wald als natürliche Erscheinung, die Vegetationsbezirke, dann der Wald als Nutzungsraum in älterer Zeit, Besitzverhältnisse, Nutzungsrechte, dann die Bannung von Wäldern, man hat ja Bannwald müssen machen, um eine Form vor Nutzung zu schützen, dann zu den Nutzungsrechten, Eigentums- und Nutzungsstreitigkeiten, was haben Kirchen und Klöster mit dem Wald da gehabt. Dann die Regelung der Waldnutzung, die Waldaufsichtsbehörden, was hat es für Behörden gegeben, die Eidespflicht, man musste ja schwören,
Dann der Holzbezug, wo und wenn hat man hat wer dort Holzbezüge, der Wald Frevel und seine Andig, dann die Waldarbeit, das Holz, die Holzarbeit, die Nutzung des Holzertrags für das Gewerbe, für Haushaltiger etc., die Nebennutzung des Holz, Holztransport, Holzhandel, Rodungstätigkeit usw. So weiter. Also das ist, da ist man sofort in der Realität noch ein bisschen bodenständig. Also, ja, no, mir das ist es auffallend, also ohne Bodenhaftung kannst du doch gar nicht vorstellen. Nein, das kannst du nicht. Und das sind natürlich auch Fotos, leider halt nur schwarz-weiß Fotos von mäßiger Qualität, damals. Da die bewaldeten Gebiete im Kanton Graubünden. Natürlich muss man da sagen, da bin ich jetzt als Werdenberger nicht zum Zug gekommen fürs Werdenberg. Das sind Sachen, wo jetzt nur fürs Bündnerland gesammelt worden sind. Aber das hat mich deswegen nicht gestört. Das war für mich hochinteressant. Man hat dann auch zu jedem Wort die Aussprache in einer ganz speziellen phonetischen Schrift gegeben. Wenn man hier zum Beispiel das Wort Graflana oder Graflauna, das sind Grüben, die es gibt, wenn man Fett, also wenn man Schmalz auslässt oder Tierfett, da sind dann in phonetischer Schrift sind all die Aussprachen von den verschiedenen Dörfern aufgezeichnet. Also eine ungeheure, exakte und eingehende Detailarbeit. Und dann sind noch alle Wörterbücher, wo früher das Wort, also es gibt ja Wörterbücher, die 300 Jahre zurückgehen im Romanischen. Und dann nachher nach den Sachen, erstens Grieben, eben Grüben, dann Milken, hat so das Wort, auch das bedeutet. Und dann viele übertragene Bedeutungen. Und dann zuletzt allerdings noch der etymologische Exkurs, das heisst also, woher stammt das Wort. Das ist es etwas, was einfach nur den Forscher versteht? Oder hast du schon mal Probe auf das Exempel gemacht? Hast du schon mal so Leute gezeigt wie mir? Also, ich war eben erstaunt, beim Werdenberger-Namen buchen wir dies und jenes liest. Es ist eigentlich relativ gut verständlich. Immer denkt, oh, das verstehe ich sicher nicht. Nein, es ist natürlich das Ziel, Sachen verständlich zu machen. Das erste Ziel ist einmal auf das Sammeln und das Erfassen von dem Reichtum von Ausdrücken, von Bedeutungen, von Varianten in der Landschaft, zwischen den verschiedenen Dörfern, in den Mundarten. Das ist das erste Ziel. Das muss man auf eine Art und Weise festhalten, dass es, sagen wir, professionell gemacht wird. Es darf also nicht einfach nur ungefähr aufgeschrieben sein. Das braucht also spezielle Instrumente. Man braucht eine Lautschrift, eine phonetische Schrift, die nicht jeder lesen kann. Das kann jetzt nicht jeder lesen. Aber nachher, wenn das einmal so festgehalten ist, kann man es natürlich wieder umsetzen. Wenn man es populär machen will, populär darstellen, dann kann man aufgrund von dieser Fixierung kann man es natürlich auch populärer machen. Also die erste Etappe ist nicht unbedingt die populär. Populär heisst auch vereinfacht. In vielen Belangen. Man kann nicht alles, jedem alles sagen. Man muss auslesen. Und das, was man aber identitionale macht... Und sich aber dafür interessieren natürlich. Gell? Ja, es ist klar. Man muss sich damit beschäftigen. Aber darin geht es zuerst einmal darum, dass man die ganze Breite und die ganze Fülle von dem allem so erfasst, dass es möglichst optimal erfasst ist. Noch nicht die Frage stellen, ja, verstehen es die Leute. Dass man kann dann aus dem raus, aus der Fülle raus, kann man nachher wieder quasi einen Auszug nehmen und etwas machen, das dann wirklich die Leute besser verstehen. Aber das einmal festzuhalten, ist einmal Stufe 1. Das ist quasi wissenschaftliche Arbeit, aber dass du noch etwas machst und die Leute verstehen, dass irgendwie nicht eine Flughöhe wählt, schon überhaupt gar nicht mehr etwas versteht, da kommt dir deine Bodenhaftung und einfach deine Einfachheit, da kommt dir entgegen. Ist schon noch ein bisschen der Wohnort, wo du daheim bist. Also so, klar, bist du eine gleiche Höhe fährst, aber an einem anderen Ort ist es so noch ein bisschen... Ja. Weißt du, wärst du jetzt ein anderer, wenn du in Zürich unterwegs gewesen wärst? Ja, schon. Ja, also, ich bin aber jetzt hier und es gefällt mir auch. Und darum denkt es mir, passt es einfach für mich. Wir sehen ja dies und jenes, aber etwas hat mich noch interessiert. Gell? Du bist dann, ich glaube, ein scharfes Wort, warst du nicht einmal, ein emeritierter Professor gewesen, in der Uni Zürich, für vergleichende romanische Sprachen. Oder? Ja, Sprachwissenschaft. Ja. Sprachwissenschaft. Ja, was heisst denn das? Was ist das heisst, emeritiert? Das ist die Professur, die ich dort geerbt habe, wenn man so will, wo es jetzt in dieser Form nur gibt. Das Gewicht haben sie wieder verschoben, aber das ist eine Tradition, die schon älter war, dass man nebst den Professuren für, sagen wir, Gallo-Romanistik, also die... Was? Gallo-Romanistik, das sind die das Französisch, das Provenzalisch und das Franco-Provenzalisch, das sind die gallo-romanischen Sprachen. Dann gibt es die ibero-romanischen Sprachen. Liebe Leute, sehen den Kameramann nicht, aber erstaunt. Das
Die iberoromanischen Sprachen sind dann das Spanisch, das Portugiesisch, das Katalanisch und das Galizisch. Und dann gibt es noch die rätoromanischen Sprachen. Das heisst, dort fällt es schon ein bisschen diffus. Kommen wir vielleicht zur Italo-Romanie. Das ist also dann die Sprachvielfalt in Italien, wo es ihrerseits wieder unterteilbar ist in verschiedene, also die oberitalienischen Dialekte und die süditalienischen sind sehr, sehr weit auseinander. Eben, wenn du Taranto oder irgendwo heisst, das tönt für mich Arabisch. Ja, so ist es zwar nicht. Taranto, dort unten, dort ist eine Art Griechisch. Das ist eigentlich, Süditalien ist ja mal praktisch nur, die Mundarten sind fast nur Griechisch dort unten, im Spitz vom Absatz unten und auch in, zum Teil auch in Kalabrien. Aber du hast es der, du verstehst das? Nein, dort müsste ich lügen, wenn ich sage, das ist sehr ganz, ganz schwierig für uns rein. Aber ich habe Vorlesungen gehalten über die Sprachlandschaft Italiens, also ein erstes Semester Oberitalien, dann eins Mittelitalien, dann eins Süditalien, Sizilien. Dann habe ich mich in Sardisch einschaffen, also die Sprache von Sardinien, wo natürlich nicht ein italienischer Dialekt ist, wie man heute gerne meint, weil es einfach zu Italien gehört. Sardinien gehört noch nicht lange zu Italien. Sardisch ist eine eigene Sprache, die natürlich keine Schriftsprache hat, keine Literatursprache anerkannte, aber als Sprache, typologisch, ist es etwas ganz Eigenes. Und ich habe auch eine Exkursion gemacht mit Studenten auf Sardinien. Nachher. Wir sind dort im Gennargentu-Gebirge, in Nuoro und Sassari-Nuoro, dort im selben Gebiet. Im Norden sind wir rumgekesselt und haben dort auch Tonbandaufnahmen gemacht. Dann ist natürlich auch mir in dieser Professur für hörreichende romanische Sprachwissenschaft ist auch das Rumänisch dabei gewesen. Das ist einfach, sind einfach, wie man sagt, die kleineren romanischen Sprachen aus der Optik von der Uni Zürich. Die sind einfach mehr am Rand gewesen. Also das Rumänisch hat auch dort gehört und eingepasst. Dort habe ich auch innerhalb zwei Jahren habe ich noch das Rumänische einschaffen, um dann eine Vorlesung machen über rumänische Sprachgeschichte oder so Sachen. Redest du mit deiner Frau noch Rumänisch? Wohl, gell, sie ist von Siebenbürgen, glaube ich, sie ist Deutsch. Ist deutscher Muttersprache, aber wir sind natürlich regelmässig jung und reden natürlich auch Rumänisch. Das ist schon klar. Ist mir aufgefallen, es ist wieder super aktuell. Weißt, Chanson durchweisen, La Chanson, ist es wirklich Rumänien, sehr sympathisch, und zum Deutschländisch. Ja, dann müsstest du unbedingt einmal. Da wäre es noch etwas interessantes. Im Moment hänge ich mir am Fernseher wegen der rumänischen Innenpolitik, wo jetzt gerade wieder ziemlich heiß ist. Also so ist das gegangen. Ja. Und dann ist es ein Namenbuch dazugekommen, wo ich das Gefühl hatte, das musst du jetzt auch noch machen. Es ist einerseits eines meiner ältesten Anliegen überhaupt, nämlich das hat mich als Kindsbeinen eigentlich gereizt. Und es ist jetzt eigentlich mein letztes grösseres Projekt. Ich habe ja zwischendurch auch das Liechtensteiner Namenbuch gemacht. Das sind ja die, genau, das war schon 99. Dort, okay. Eben, ja, 99 ist 10 Bände, oder? Ja, 6 Bände sind das Ortsnamenbuch. Und dann noch 4 Bände, die sind im hinteren Büro hin, dann noch über Personennamen. Und jetzt in den letzten 17 Jahren bin ich, wie gesagt, fast ausschließlich am Werrenberger Namenbuch. Weil das jetzt einfach ohne fertig werden. Vielleicht kommen wir noch mal ins andere Büro. Genau, das machen wir jetzt. Also, wir kommen jetzt ja mal durch ein Stegli rein. Da lagern die Bestände von meinen früheren Tätigkeiten. Da ist, sehe ich gerade, sind 2 Ordner mit Vorlesungen über Sardisch. Also zur sprachlichen Stellung des Sardischen im Wintersemester 90. Da habe ich noch keinen Computer gebraucht um die Vorlesungen vorbereiten. Da habe ich einfach Text genommen, sardische Texte. Das ist jetzt ein alt logudoresischer Text, also aus dem 12. Jahrhundert. Da zum Beispiel haben wir einen sardischen Mustersatz in verschiedenen Dialekten. Kannst du mal schauen, mit was für Sonderzeichen, dass man hier arbeiten musste, um das verständlich zu machen. Dann hier natürlich auch Sprachkarten von Sardinien mit diesen verschiedenen Dialekten, also das Galluresisch oben dran, das Sassaresisch, dann das Nuresisch, das Logudoresisch und das Campidanese unten dran. Und da hat es sogar noch 2 Inseln, die Altgenuesisch reden, also die sind einmal im 13. Jahrhundert aus Genua da eingewandert, die Bewohner. Und da in Alghero wird bis heute Katalanisch geredet.
Also die Sprache von Barcelona eigentlich. Und der weisst du einfach aus dem Stegreif noch? Bist du schnell reinmarschiert? Natürlich weiss ich das noch. Ja. So wäre es, wenn ich es nur wüsste. Woher hast denn du, den riesen Speicher, den es einfach braucht? Hast du eine Idee? Weiss ich nicht. Aber viel gelesen natürlich. Schau mal hier, La Lingua Sarda, Contemporanea. Grammatica del Logurdese e del Campidanese. Das hat man natürlich studiert haben. Man hat Dizionari dei Cognomi Sardi, also von den Familiennamen. Man hat das alles natürlich müssen zur Hand haben. Ich habe mir eine ziemliche Bibliothek müssen zulegen, um das zu machen. Hier unten auch ist alles mit sardischer Literatur. Dann, hier ist dann wieder rätoromanische Literatur und zum Teil auch aus den Dolomiten, also dem Dolomitenladinischen. Dann die Frage die Unità Ladina, das ist eine berühmte Fragestellung in der Romanistik, die seit 100 Jahren eigentlich virulent ist. Gibt es eine Unità Ladina, das heisst, kann man das Bündnerromanisch, das Zentralladinisch und das Friaulisch in Nordostoberitalien, kann man das als eine Sprache bezeichnen? Und das habe ich einfach in einer Vorlesung, habe ich die Fragestellung diskutiert. Als Vorlesung, ist das eine Vorlesung? Also das war eine Vorlesung. Ja. Also Unità Ladina zu einer alten Streitfrage, hat es geheißen. Und das ist eigentlich nicht darum gegangen, um das Problem zu lösen, weil das ist unlösbar im Grunde genommen, sondern das ist darum gegangen, das Problem einfach den Studenten zu zeigen. Weißt du, ich frage eben nur aus dem Grund, also so eine Vorlesung, da braucht brutal viel Zeit, in dem Fall. Ja, natürlich. Wenn man 6-7 Vorlesungen in der Woche hatte oder 8, ist man vollständig ausgelastet die ganze Woche, weil man kann sagen, für eine Vorlesungsstunde musst du die 10 Stunden vorbereiten. Und eben auch mit Studentenkontakten von dir, die eben gesagt haben, du siehst wirklich ein lässiger, legerer Typ. Und man hätte anscheinend eben auch immer ein bisschen fragen können, wenn es in eine Vorlesung gegangen ist. Das hast du aus dem Kontakt aufrechterhalten. Ja, können. Schau, da habe ich jetzt zum Beispiel Bücher über Balkanistik. Da ist der Dolomitenladinisch, da sardische Sprache. Und da ist Rätoromanisch vor allem da jetzt alles. Da sind all die romanischen Vorlesungen, die ich selbst Schwergewicht gesehen von meiner Tätigkeit hier unten. Also da hat es Vorlesungen wie romanisch-deutscher Sprachkontakt, Grundzüge des Alträteromanischen, Romanisch und Deutsch im Schamfik, ganz eine interessante Landschaft im Schamfik, dann rätoromanische Lexikographie, also Wörterbücher vom Rätoromanischen, dann bündromanische Schriftsprachen, Aspekte kurätischer Namenforschung, rätoromanische Etymologie, also Wortherkunftsforschung, Aspekte bündromanischer Syntax, also Satzbau, Romanisch und Deutsch in Kontakt und so weiter. Also das sind jetzt eine ganze Reihe von Vorlesungsskripte. Da habe ich jetzt mehr Bücher zur Geschichte, Urkundenbücher, das Cartularium St. Gallense, dann das Bündner Urkundenbuch, das Urkundenbuch der südlichen Teile des Kantons St. Gallen, dann bündnerische Geschichtswerke. Da sind romanistische Fachzeitschriften, Vox Romanica, Romanica Helvetica. Da ist das Lexikon der romanistischen Linguistik, das ich auch mitgearbeitet habe. Da hat es noch alte italienische Wörterbücher, zum Beispiel der Cherubini, das ist noch ein Original. Das Vocabulario Milanese Italiano, das ist jetzt von 1839. Das konnte ich mal in einem Antiquariat kaufen, in Italien. Und dann, was ich eben auch noch wollte sagen, hier sind jetzt wieder ein paar Karteikarten. Muss ich noch wahrscheinlich ein paar Schritte machen. Ja, wir sehen sie, gell? Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ihr seht, gell? Also, das ist schon streng. Jetzt sind wir hier auf der Galerie, wo alles voll besetzt ist mit Büchergestell. Und da habe ich jetzt etwas, das wieder mit dem Werbeligen Namenbuch zu tun hat. Das sind jetzt die Karteikarten, die wir als Studenten, wir sind ja schon als Studenten, für das St. Galler Namenbuch tätig waren, ich in Grabs und Wartau. Das hast du schon 65 und, gesehen, ja, von dort vom 65 weg. Und da habe ich jetzt Wartauer Aufnahmen, die man seinerzeit im Feld gemacht hat, also mit alten Wartauer und auch mit alten Grabs übrigens bin ich da rumgelaufen. Und das ist jetzt zum Beispiel der Name Alpili. Das Alpili, so spricht man es aus, Gemeinde Wartau, Galtvieh, Alp, Weid und Wald, zu hinterst im Hinterbill Fries. Also hast du sicher nachher ein Baby gehabt, hä? Eine rechte Schreibmaschine natürlich. Ich könnte übrigens in meinem wissenschaftlichen Lebenslauf müsste ich auch mal eine technische Seite einschalten und sagen, wie habe ich geschrieben? Jetzt schreibt man natürlich alles mit dem Computer, jetzt habe ich auf dem Computer auch Sonderzeichen, alles, was ich will.
noch während der Vorlesungstätigkeit in Zürich hatte ich es noch nicht gehabt und habe noch darum meine Vorlesungsskripte lieber von Hand geschrieben. Dort konnte ich die Zusatzzeichen alle machen. Hier haben wir jetzt in einer Schreibmaschine noch ein paar Sachen eingebaut gehabt. Den Rest hat man einfach von Hand genommen. Das ist das Saal-Kurhuis, wie es dorthin heisst, im Wartau, Bilfries. Und das sind die Materialien, die wir schon in den 60er und 70er Jahren zu Hand auf dem St. Galler Namenbuch zusammengetragen haben. Dann aber nachher sind... Du, mir fällt auf, dir ist es im Fleisch und Blut übergegangen. Du sagst ja Kurhuis und dann sagst du auch Bilfries, gell? Man hat ja nicht gesagt Bilfries, man hat gesagt Bilfries. Nein, Bilfries, sagen die Wartau. Aha, ja, das muss man natürlich wissen, das gehört ja dazu. Und, aber das sind jetzt, wie gesagt, Sachen, die wir noch gemacht haben als Studenten. Ich, mir, das heisst der Valentin Vinzenz im Buchs und ich, die beide für das St. Galler Namenbuch im Werdenberg Aufnahmen gemacht haben. Und das sind dann die Karteikarten, die nachher lang eigentlich unbenutzt umgestanden sind, weil das St. Galler Namenbuch hat ja dann in den 80er Jahren aufgehört zu existieren. Wir sind auch berufstätig gewesen, haben dort auch nicht können einfach einspringen. Und darum haben wir dann nachher jetzt im Jahr 2000, wo ich das nochmal aufgegriffen habe, haben wir eigentlich wieder müssen Rückgriff nehmen auf die alten Karteien und dort wieder anfangen. Wir haben da zum Teil also die Materialien schon gehabt. Ein Teil von diesen Materialien ist leider Gottes verschollen gewesen, ist nur rum gewesen, wir wissen nicht warum und wo und haben darum wieder Neuaufnahmen müssen machen, vor allem in der Maigams und in der Maisenwald. Aber das hat uns ein paar Jahre lang das kleine Grüppli von zwei, drei Personen hat das hingehalten gehabt, bis wir wieder das Gesamtmaterial beieinander hatten und vervollständigen konnten. Und dann im Jahr 2006 wo man eigentlich können oder hat können anfangen mit der wirklichen Forschungsarbeit, nämlich woher stammen die Namen, habe ich den Mitarbeiter Masüger aus Mangel an Finanzen. Und darum hat es bei mir, wo ich da allein da gestanden bin mit dem Projekt, noch eine Assistentin gehabt. Meine Tochter Barbara, die hat noch einen kleinen Teilzeitjob dabei. Als Schreibkraft und Kontrollkraft. Aber nachher für die wissenschaftliche Arbeit bin ich allein da gestanden und bis heute. Und darum hat das jetzt natürlich auch länger gewährt, weder wenn man das zweite oder das dritte hätte arbeiten können. Ich bin im Übrigen, kann ich noch zufrieden sein mit dem Zeitaufwand, wenn ich es im Quervergleich mit anderen Namenbüchern anschaue. So ist das absolut üblich, dass man das so lange hat, weil man kann auf dem Gebiet einfach nicht das Resultat übers Knie brechen. Man kann nicht pressieren. Man kann nur die Sachen einer Lösung entgegenbringen. Und das braucht Zeit und braucht einen grossen Aufwand. Man muss viel Literatur auswendig wissen oder mindestens wissen, wo anschauen. Man muss alles präsent haben. Und das kann man, wie gesagt, nicht über Nacht fertig machen. Darum ist jetzt das Werdenberger Projekt auch länger gegangen. Länger auch wieder als ich gehofft hat, dass es ging, aber es hat ein anderes gefügt und jetzt ist es dann langsam eben gleich fertig. Dann gehen wir jetzt mal ins Innerbüro rein. Das habe ich erst seit ein paar Jahren fast extra für das noch gemacht. Hast du das da auch extra für das gemacht? Nein, das habe ich schon im Sinn zu machen, aber wir haben ja vorher das Werdenberger Namenbuch in der Weite um ein Büro gehabt, wo der Peter Masüger noch war. Und deshalb haben wir dann also müssen aufgeben müssen. Hat ja nichts nützt. Ich habe einen Weg daheim geschafft. Und Barbara auch daheim oder da. Aber dann haben wir eben die Weite aufgegeben. Und dann habe ich aber da das ganze Namenbuchprojekt in meinen Büroräumlichkeiten hin konzentrieren. Und darum ist es eben gut gewesen, dass ich da hinten noch einen Hörstall hatte, den ich nachher umbauen in einen Raum. Eben da sind wir jetzt im hinteren Raum. Dort ist habe ich eine Art für Besprechungen meistens frei. Ja. Jetzt aber ist er komplett besetzt. Jetzt habe ich nämlich aus der Druckerei sind die Ausdrücke, die Papierausdrücke von diesen Büchern gekommen, die ich jetzt noch alle korrigieren muss. Darum hocke ich jetzt allerdings hier an diesem Tisch zu. Der Bruder hat mir noch extra ein Böckli gemacht, dass ich die grossmächtigen Papierblätter kann dort drauf da, die sind zweiseitig bedruckt. Jetzt bin ich während Jahren eigentlich nur am Computer gehockt, am vorderen Büro. Dort drin sind Datenbanken, wo ich alle Namen, die 12.780 Namen, die ich zu behandeln habe, sind dort drin. Und dort habe ich nach und nach alles, was ich zu sagen habe, dazu dort reingetippt. Und
da schon vor einem Jahr ist da die Datenbank eigentlich fertig und voll gewesen. Und da sind wir zu der Druckerei und die haben jetzt angefangen, die Inhalte der Datenbank als in Buchform so auszugeben. Es hat natürlich noch viele Diskussionen gegeben wegen dem Layout im Einzelnen und wegen den Sonderzeichen, den phonetischen Zeichen, die da überall drin sind. Aber so sieht jetzt das Layout eigentlich dann aus. Da sind wir jetzt mitten im Band Buchs hinten. Wir haben, das ist der Band 3? Das ist der Band 3, ja. Gell, und hinten dort, das ist jetzt, du kannst Aufstand zeigen. Also hier haben wir den Band 1 Wartrau, dort ist Band 2 Sefele, dort ist Band 5 Gams. Auf dem selben Tisch sind noch nicht, von mir noch nicht kontrolliert der Band 4 Grabs, der Band 6 Sennwald und der Band 7 das Lexikon. Alles Bücher von 700 Seiten je. Was ich noch gerne sagen will, ist, dass ich das Glück habe, vom Hans-Jakob Reich, das ist ja der Redaktionsleiter vom Werdenberger Jahrbuch, schon ein sehr guter Fotograf, dass er mir viele Fotos zur Verfügung gestellt hat. Zu jeder Gemeinde, er ist selber noch extra fotografieren. Ich suche jetzt gerade mal ein paar Seiten, wo Bilder drauf sind. Beispielsweise hier jetzt von Buchs. Das ist jetzt vom Sefler Berg her. Wir müssen ein bisschen aufstehen, das Spiegel. Ja. Bisschen, ja. Wir sind ja hier fast wie live unterwegs. Ja, jetzt sieht es schon ganz anders aus. Mhm. Ja, gut, so. Super, ja. Oder so da. Das ist jetzt von wo? Ja, eine Art über dem Rhein. Und da ist der Rhein. Hier ist Burgerau und Revis, und dort ist Buchs und dort hin Grabs und dort geht es ins Toggenburg ein. Hier der Gamserberg dort hin. Also wir haben uns Mühe gegeben, um viel grossformatige Aufnahmen reinzukriegen. Und jeder von diesen Bänden umfasst dort schon 80 Seiten nur mit Fotos. Also hier jetzt zum Beispiel das Schulhaus Revis, der Kronenburgerau und so weiter. Das ist uns ganz wichtig, dass nebst dem Sprachlichen und dem gesprochenen Wort eben auch das Bild zur Geltung kommt. Und das ist in jedem Band so. Ich kann jetzt auf die Schnelle, jawohl, da habe ich jetzt gerade noch mal eins. Da ist noch Buchs von Norden her gesehen, also der Bahnhof dort. Das Berufsschultechnikum und so weiter. Und dort der Rhein dort draussen. Das ist zum Eindruck überkommen, dass die Bücher auch ganz gut bebildert werden. Das ist das ganz Wichtiges. Da muss man sagen, ein riesiger Aufwand, gell? Und was denkst du denn so? Es liegt jetzt nur an, also bist du jetzt am vierten dran, gell? Also hast du gesagt, du hast jetzt Wartau Sefele Gams gemacht, dort liegen aber die anderen noch, bei Buchs bist du dran. Im Frühling sollte es ja eigentlich erscheinen, gell? Also Frühling ist jetzt unterdessen nur ganz, wir haben noch wegen der Druckerei, die Kapazitäten nicht frei hat, um so geschwind fertig zu machen, geht es ein bisschen länger und ich muss sagen, ich muss froh sein, weil ich muss nebst dem alles noch korrigieren, was jetzt noch bleibt. Das wird nach 3 Wochen mindestens gehen, bis ich das durchkorrigiert habe. Muss ich auch ein Register fertig machen. Ich habe Ortsregister und also Namenregister und Wortregister habe ich gemacht. Ich habe das alles in eine Excel-Tabelle rausgetippt und alle Seitenzahlen auch dazu. Das war dann eben, wo mir ein paar Wochen vollständig in Beschlag genommen hat. Da bin ich jetzt beim Namenregister ist es so von der Buchstaben A an und hier auf der Seite 13, 15 sind wir beim Buchstaben C an. Das heisst, das sind alles Namen, die ich in diesem Namenbuch behandle. Dort hinten ist es ein geiles Zettel, gell? Da bin ich gerade. Das heisst, du markierst dann immer. So weit bin ich gerade, ja. Und da sind und wie korrigierst du denn? Jetzt, hier habe ich jetzt ein Korrekturli. Ich habe das Wort Zentrum, hat der Computer als Zentrum Trend hatte, aber nach Duden muss es Zentrum sein. Gott weiß warum. Jetzt also habe ich die Korrektur angemerkt. Und jetzt nachher, wenn ich den Band Buchs fertig habe, gehe ich ins vordere Büro raus, öffne die Doppelseite auf dem Computer, die habe ich ja elektronisch auch, und kann dort rein die Korrektur machen. Und weil das auf einer sogenannten Dropbox ist, das heisst, es ist wie eine Art ein Postfach, wo ich etwas eintun kann und in der Druckerei in Zürich kommen sie es raus. Das heisst, die Korrekturen, die ich hier mache, sind nachher auch in Zürich. Also fertig. Wer hätte das gedacht? Ja, Leversberg, dass noch so etwas gegeben. Ja, und wer hätte das gedacht, als ich angefangen habe mit dieser Art von Arbeit, da ist noch alles, nur gerade sind Karteizähne gesehen, Karteikästchen. Und ein Durchschlag war das höchste der Gefühle, und was es auf ein Deepex gegeben hat.
Und sogar eine Schreibmaschine mit Tippex dran. Habe ich also das Gefühl gehabt, jetzt gehe ich nur weiter mit dem Fortschritt. Ja, genau. Und jetzt ist es eben auch wieder weitergegangen. Ja, so hast du schon erlebt, dass wir den kopieren können und so. Haben wir ja, ja. Einen Kopierer habe ich erst mal im 72 gesehen. Immerhin hier eben zu Chur. Und so sind wir eben auch mitgelaufen in dieser ganzen Entwicklung, in der technischen Entwicklung, wo wir nicht schuld sind und noch nicht das Verdienst von uns ist, dass es so gekommen ist. Aber man hat natürlich mitgemacht. Man hat auch, ich hatte den ersten Computer schon im 86 gehabt. Und hier noch da die kleinen Apple, da mit dem kleinen Fenster oben dran, die hohen. Ich weiss nicht, wie sie heißen. Man sollte dann auch jedes behalten. Ja, wo ist es ein Commodore? Ja, so ist es. Jedenfalls ist das jetzt, da hat man schon gemeint, wenn man drei, vier A4-Seiten auf einen Speicher herbracht, hat es viel. Und heute kann ich tausende von Seiten speichern und so verarbeiten und umschicken. Das ist gar nichts mehr. Also, ja, dann gehen wir mal raus schauen, oder? Ja, kommen wir auch noch, ja. Okay. Eben die hier sind wir, stehen wir jetzt noch bevor. Also ich noch muss korrigieren, das ist jetzt der Bank Raps. Der hat 708 Seiten. Also ein Buch mit 708 Seiten ist allein dort zu nehmen von Grabs. Da hat es auch da natürlich einen Haufen schöne Fotos dahin. Beispielsweise eine Luftaufnahme. Oder eine Luftaufnahme vom Lims her. Mädli Lims. Ich habe nochmal etwas parat gemacht. Ja, da. Das ist sogar Mindlefersberg. Im Frühling. Genau. Sieht man es? Da wäre die Sicht dann oben von der Bergstraße ja, wenn zu der Herrenfasch. Und da zu ist, hinter dieser Pappel ist, links. Ja, ja. Dort ist das Haus, dahinter genau. Zu. Und so weiter. Und so ist das. Da hat es noch Bilder vom alten Schulhaus im Grabserberg, wo ich in die Schule bin. Darunter zu ist das Brückli. Das Schlussbrückli. Rechts da unter Weiss oben und unten dieses Haus. Das alte Saint-Jean-Bartis, das alte Häuschen auf diesem Haus. Und so haben wir eigentlich durch die ganze Mai durch und in jeder Mai gleich haben wir versucht, einen Querschnitt zu geben. Beispielsweise da schon eine ganz sensationelle Aufnahme vom Rosenboden. Wenn man vom Käserrug gegen Bliesen geht, sieht man da auf Niedere durch und auf den Gemsler hinein. Genau. Ja, es ist vielleicht ein bisschen dunkel da, man muss dann die Fotos noch dort ein bisschen bearbeiten, dass sie vielleicht noch ein bisschen heller werden. Eben, glaube, da müssen wir einfach schon sagen, gell, dass, um sich da selber ein Bild können verschaffen, muss man einfach die Bücher schon am besten einfach kaufen. Das ist ganz eindeutig. Ja, selbst scheint mir schon wichtig, ja. Das heisst, bis zum Sommer meinst du? Also ja, da sind wir stehen geblieben. Es wird jetzt Juni. Ja, aber bestellen kann man es jetzt schon? Natürlich, das könnte man ja. Die Adresse haben wir jetzt eingeblendet, oder? Zum zeigen, hast du bestellen? Ja, natürlich. Aha, ja. Wohl, das ist natürlich jederzeit möglich. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch stimmt, aber ich glaube, man kann es gerne am Viertel vom Preis raushäuschen. Ja, das habe ich bis 31. Dezember. Bis zur Weihnacht oder bis zum Ende Jahr. Ja. Dort weiß ich nicht. Ich habe ja mit dem nichts zu tun. Aber bestellen kann man es auf jeden Fall. Und man muss ja sagen, die Preise sind ja traumhaft tief. Natürlich messen an dem, was nachher an der Gegenwert ist, wo man überkommt. Man hat es ja nur dank einem Sponsoring, das wir noch extra gemacht haben für Druck von diesen Werk. Haben wir auch den Preis können so tief ansetzen, dass es eigentlich, wie ich sage, der meisten sollte kein Problem sein, um ein derartiges Buch zu kaufen. Alle Bände von der Vollausgabe kosten nicht einmal 400 Franken, gell? Muss man klar sagen. Ja, ja. Ich glaube, jetzt schon 370, wir blenden die Preise noch ein. Und dann gibt es einen Kompaktband. Jawohl, das ist eben der Band, der eigentlich dann für, ich sage jetzt, für das breite Publikum gemeint ist. Es ist klar, dass nicht jeder will 9 Bücher kaufen oder 8 Bücher kaufen, die wissenschaftliche Reihe zu dem Thema. Darum haben wir gesagt, wir reden ohne ein Kompaktband, sagen wir dem, also einen Zusammenzug vom ganzen Werk machen, sodass in einem Band hinter wird allerdings dick und hoch. Es gibt also ein Format wie Leute am Grabseberg, die ich dort eingang sehe, also Grossformat und über 700 Seiten dick. Aber dort sind dann alle Namen von allen Gemeinden dahin, aber natürlich viel, viel kürzer abgehandelt, weder in der anderen Ausgabe.
Das Interessante ist, wenn ich so denke, ja, wir haben ganz kurz eingeschnuppert, wer wahrscheinlich, wenn man jetzt ein Laien ist wie ich, man würde fast Bärdes kaufen. Das wäre was interessant. Was kaufen? Ja, Bärdes ja, kaufen. Ja, natürlich, das ist nicht falsch. Ja. Es ist, die Perspektive ist von beiden Seiten her ein bisschen andere. Und von dort her ist es ganz sicher am vollständigsten, man hat beides. Aber das muss jeder selber sagen, was er dann will machen. Jetzt sind wir am elektronischen Teil. Das hast du von den Druckereien bekommen? Ja, da bin ich jetzt, das ist jetzt einmal von der Kompaktausgabe aus dem Teil Wartau. Aussen habe ich jetzt hier, da sind die Namen alle alphabetisch aufgeführt. Also wir haben jetzt hier den Buchstaben F fängt an mit dem Fabrikkanal. Ist das nicht ein interessanter Name, aber gehört eben auch dazu. Da sind die Meereshöhe, 485 bis abwärts 475 Meter. Dann die Koordinaten und dann das Planquadrat, das man es auf der Karte findet, beim Planquadrat 14c. Dann sagt man der Fabrikkanal und beim Fabrikkanal. Das ist nur noch zur Erläuterung für Auswertungen. Dann ist eine Ortsbeschreibung. Kanal nordöstlich von Natzmoos führt das Wasser des Malanserbachs oder Schreinenbachlis, wie es so heisst, zur Weberei, wo dieses die Räder antrieb und durch das Natzmooseried hinunter bis zum Weiler Siedebaum, wo er sich mit dem Mühlbach vereinigt. Und was jetzt das bedeutet, dass Albigs, wenn da die Raute, das schwarze Viereck kommt, nachher kommt dann das, was wir als Erklärung haben. Ein Kanal ist ein künstlicher Wasserlauf, wo das Fließwasser zum Antrieb der Maschinen zu den Fabrikanlagen geführt wird. Das ist eigentlich die Erklärung von dem Namen. Nachher kommt auch ein paar Strassennamen, wo mit F, Fabrikkanalweg, Fabrikstrasse, zweimal sogar im Wartau, der Fährhüttenstrasse auch. Und dann kommt, man sieht, die Namen, die nicht fett gedruckt sind, das sind Strassennamen. Ja. Und das andere, die dann wieder fett gedruckt sind, sind eigentlich Flurnamen. Wir haben hier den Flurnamen Fall bei Oberschaum. Dann haben wir hier ein zweites Mal einen Fall, ein drittes Mal einen Fall. Dann der Fall Boden, dann Fall Dorn, dann Fall Vermuss. Das ist dort gegen Sevel nach wie vor Oberschaum, her gegen Selfendori. Dann der Fall Gatter. Wenn ein Kreuzchen davor steht, heisst, der Name ist ausgestorben. Wo bist du auf all die Namen gekommen? Ja, aus den Urkunden aus. Wir sind natürlich zu klar in im Archiv. Ich bin wochenlang im Archiv hingehockt und habe all die alten Dokumente geschaut, die es dort hinten hat. Urbarien, Steuerbücher, dann aber auch Kirchenbücher im Wartau und im Grabsow. Und dann hat man eben die Karteien zusammengetragen, die wir hier oben gesehen haben. Und das sind jetzt, da haben wir jetzt zwar keinen Beleg. Der habe ich, den Namen Fall Vermuss habe ich mündlich gesagt bekommen im Wartau, zu Oberschaum. Und die, die ein Kreuzchen haben, die kommen natürlich aus einem Dokument raus. Der Fall Gatter hier im Atzmoseried. Anscheinend ein Almentgatter beim Gebiet Fall. 1660 ist in einem Dokument in der Name Fall Gatter gestanden. Und das kommt jetzt hier nach der Erklärung dazu. Entweder ein Gatter dort am selben Ort, wo es Fall im Fall heisst. Oder vielleicht ein Fallgatter. Das heisst, es hat ja Gatter in die Almend raus. Dass Pferde dann können aus dem Weidegebiet raus, hat man einen Gatter gemacht, der von selber zugefallen ist. Dass, wenn die Leute aufgeschaut haben, dass er wenigstens von selber zugefallen ist, dann hat man aber auch Fallgatter gesagt. Dann haben wir da einen Namen. Woher hast du das Wissen? Also? Das ist ja, also, von der Jugend mitgebracht. Das gehört jetzt einfach dazu. Also, hat man einfach gehört, woher hat man es. Aber im Studium hast du das nicht gelernt? Nein, weiss es gar nicht. Da ist Falkenbiest, ist auch ein Name, dort beim Oberschan, Schaner Holz. Dann da geht es weiter mit dem Falknisweg und mit der Falle, das ist auch ausgestorben. Dann das Falpalos, dann im Schanerholz und so weiter. So gehen wir jetzt durch den ganzen F-Dori, Falsmühle, Falsdobel, Fanielen, Fanuelen im Wartau, dann Feld, Feldgas. Und jetzt scrollen wir da noch ein bisschen weiter rein. Und da kommt jetzt wieder so eine Gruppe von Namen, die mit Ver anfängt. Zum Beispiel Verdorn. Vereitis, Verfingis, Vergasis, Vergeilis. Wo ist das Vergeilis? Vergeilis ist ob von Nasium im selben hügeligen Gebiet auf dem Höhenzug gegen Gretschins nahe südlich von Gaploan, heisst im Vergeilis. Östlich von Vildangen. Man schreibt es manchmal auch mit einem V, aber wie man es recht schreibt, ist ja natürlich nicht einen Fisch gelegt. Ich habe jetzt einfach alle mit F geschrieben, um ein bisschen eine Richtschnur zu haben. Da hat es zum Beispiel 1628. Schreibt es mit F. Wer weiß. 1628 hat es Argeiles geheißen. Auf Argeiles. Und dann 1700 hat es Vergeilis, habe ich herausgefunden, so also in einem Scherenbuch.
Scherenbücher waren die Bücher, die der Schermuser von NASA genau wissen musste, wie weit um er mausen musste. Weil Gretschinser, also Gschinser und die Oberschaner haben wieder ein Scherenbuch, kann man an sich auch. Und dort drin sind die Güter, die zu von NASA oder die zu Gretschins gehört haben, aufgezeichnet gewesen. Und das ist eigentlich eine Grenzbeschreibung und eine Territorialbeschreibung von dem Dorfbahn von NASA, das Scherenbuch. Und dort raus habe ich das Buch. Und jetzt, was bedeutet der Name? Da mit dem Zeichen, mit der Raute, fährt der Deutungsteil an. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder romanisch Sur Gallies, heisst über den Studen, wo dann vielleicht aus Sur Gallies zu Vergallies geworden ist. Oder aber Erdgallies, der Studenacker. Er heisst Acker auf romanisch und Gallies sind eben die Studen. Wer weiss, eins von diesen beiden, weiter kommt man nicht. Dann haben wir hier wieder diesen Fernnehmen vergefallen. Da könnte man jetzt natürlich auch anschauen, im Detail. Jawohl, da kann ich jetzt versuchen, dass ich schnell umgehe auf die Layout-Daten vom Band Duarte. Moment. Aber etwas muss sagen, du bist elektronisch voll drauf, nicht? Hoppla, warte mal. Ja, ich bin jetzt auch. Oha, warte, jetzt ist es da. Nein, da war schon. Ja. Schau mal. Jetzt gehe ich wieder. Das ist jetzt der Wartauer Band, das ist jetzt die wissenschaftliche Ausgabe. Da bin ich jetzt auf Seite 1. Jetzt scrolle ich da mit dem Tempo des gehetzten Affen da durch die ganze Story. Da hat es übrigens noch Bilder, die dann noch voll drin vorkommen. Der Tankgraben, oberhalb von oberhalb vom Riesistamm aus gesehen, gegen den Kohlau Wald. Das ist jetzt der Band 1. Das ist jetzt Band 1. Das sind jetzt gerade auch Bilder, die im Band 1 sind. Dazu hat es zu den 6 Gemeindebänden gibt es noch den Einführungsband und den Lexikonband. Jawohl, ja. Jetzt bin ich hier beim Buchstaben D schon. Ich gehe jetzt ein bisschen geschwind durch. Jetzt sind wir hier wieder bei diesen Fall- und Vernehmen. Ich suche jetzt mal die Vernehmen. Warte, ich kann es natürlich auch mal ein bisschen kleiner machen. Dann nachher sehen wir, geht es ein bisschen geschwinder. Fanal, Fanelen, Fanolen. Fahr, Fäsch, Verweiser, Federn. Da hat es natürlich viele Namen, die der heutige Wartauer keinen blassen Schimmer hat. Ja, überall, wo ein Kreuz davor ist, der Name gibt es heute nur. Feld, Feldhof, Feldloch, Feldgasse, Feldhirt. Ich habe das Gefühl, der Einheimische kein Schimmer, oder? Ja, das wird es sein. In der Felli, wie weiss man auch nur, wo es ist. Dann Verdieris, Verdurn, die gibt es jetzt wieder. Der Verdurnkopf, Vereitis, Fairer Weg. Da sind natürlich jetzt ein Haufen historische Belegformen dahin. Also da ist jetzt der Name Verfix. Weißt du, wo Verfix ist? Ja, keine Ahnung. Nicht? Verflixt hätte ich jetzt gewusst. Nein, Verfix, Wiesland, nordwestlich über Gretschins, auf der Hügelkuppe vor Matlinis. Wo ist es da? Da. Aha. Auf der Hügelkuppe vor Matlinis und östlich unter Sapestre. Genau. Unter Sapestre. Jetzt hier, der erste Beleg ist 1543 Arfix. Wiesen auf Arfix gelegen, heisst, das ist jetzt im Staatsarchiv Glaris, im Landesarchiv Glaris hin, im Werdenberger Urbar 35 auf Seite 72, habe ich das gefunden. Und das sind jetzt alles belegt zu dem Namen Verfix. Die sind all der Reihe nach geordnet, der Zeit nach, und aufhören haben wir in der Regel mit dem helvetischen Kataster, das ist 1801, in der Helvetik hat man das erste Katasterwerk macht. Und da machen wir allerdings den Schlusspunkt. Es wäre natürlich auch interessant gewesen, noch später nach Belege im 19. Jahrhundert weiterzuführen. Aber das Schrifttum im 19. Jahrhundert geht dermaßen in die Breite. Und es hat so viel Erben gegeben, dass wir müssen von vornherein auf Sepp verzichten. Darum hört man einfach allerdings 1801 auf. Dann steht hier Wertung der historischen Belege. Also was kann ich als Fachmann aus diesen Namenformen herauslesen, punkto Entwicklung von dem Namen. Wie ist er geworden? Sieht man früher eine ältere Stufe von dem Namen, die uns dann nachher vielleicht hilft bei der Deutung. Jetzt sind wir schon nach beim Vergeilen. Ja, kommt gerade. Ja. Dann kommt nachher ohne bisherige Erwähnungen. Also wer hat sie schon mal geäussert zu dem Namen? Was haben die für Deutungen vorgeschlagen? Zum Teil war das schon recht vernünftig, vor 100 Jahren schon, zum Teil der grösste Quatsch, bis noch vor 50 Jahren. Also wirklich der grösste Quatsch. Aber das gehört auch dazu, dass man das aufführt. Da war jetzt ein Hilti 1890, da war der David Heinrich Hilti, der Lokalhistoriker, der dann lustigerweise seinen Artikel im Bündnerland, in den Annales, auf Romanisch publiziert hat. Übersetzt worden ist es von einem Dienstkollegen von ihm, vom Major Gross. Der hat das ins Romanisch übersetzt. Darum haben wir die ältesten, meistens die ältesten Erwähnungen, sind da auf Romanisch geschrieben, weil ich es eben dort rausgelesen habe. Ich habe es dann halbwegs ins Deutsch übersetzt. Dann kommt
der Gabetulder. Da war der Arzt Heinrich Gabetulder im Wartau, der sehr lange Arzt war in den 1920er, 30er, 40er Jahren. Das war auch so ein interessierter Mann. Und dann bin ich auch selber, habe ich mehrfach mit zu dem Namen schon geäußert vorher. Und dann kommt noch eine Besprechung der bisherigen Deutung. Was kann ich jetzt aus dem herausnehmen, was bisher schon dazu erfunden worden ist? Ist es gut, was ist indiskutabel und so weiter. Also und eindeutig ein Werk für Laien und aber auch für Fachleute? Ja, durchaus. Wer sich interessiert dafür, kann da ohne Fachstudium daraus kommen. Nur, es hat natürlich ein Sachen drin, die man einfach zur Kenntnis nehmen muss und auch einfach glauben. Oder auf meinetwegen nicht glauben, aber ich kann jetzt dort nicht weiter darauf eintreten, um es noch ein bisschen besser plausibel zu machen. Aber da ist jetzt immerhin in dem Verfix, vielleicht heisst es romanisch Survic, das heisst über dem Dorf, das könnte genau stimmen zur Lage. Es könnte aber auch heissen Brauwitsch unter Umständen. Es hat nämlich auch Belego Perfix geheissen, nicht Verfix. Und bei Perfix kommt einem das Wort Brau, die Wiese, in Sinn. Also Brauwitsch, die Dorfwiese, wer weiß. Also es stehen halt manchmal zwei, drei Möglichkeiten zur Auswahl, wo man weiter einfach nicht kommen kann, aufgrund des vorhandenen Materials. Jetzt sind wir hier bei Verfingis und hier bei Vergasis. Und jetzt kommt hier wieder Vergeilis. Ihr seht jetzt, man sieht jetzt hier auch, dass bei Vergeilis nicht nur ein Beleg vorhanden ist, wie ich habe bei zwei gezeigt in der Kompaktausgabe. Da ist jetzt so eine ganze Reihe, aber die muss ich ja nicht alle dort noch aufführen. Dort langt es, dass man einmal den ältesten Beleg dahin hat, Argeilis, und dann noch einen zweiten, der die nächste Entwicklungsstufe anzeigt. Und da ist jetzt auch die Deutung relativ kurz, Surgalles über den Studen. Romanisch ist der Name auf jeden Fall. Oder eben das Ergalles, der Studenacker. Das ist beides denkbar. Das war schon ein Erbe. Ein Detail wissenschaftlich und auch der Kompaktband. Das ist ja ein riesen Erbe. Der Kompaktband ist eigentlich ein Zusammenzug von dem, was da war. Genau. Erst als das fertig war, habe ich angefangen, einfach das Fahrig rauszuwerfen. Und dann ist noch selbst geblieben, wo ich zuletzt noch will. Aber eben ein Riesenarbeit. Aber auch die Details, ich habe es festgestellt, mit dem, was du erzählt hast. Auch bei den Details hast du nicht alles können erwähnen. Es war ja auch dort eine Abwägung. Nein. Überall ist abgewogen worden. Ja. Überall wird auch zum Teil wieder ausgeschieden, was nichts beiträgt oder was zu wenig beiträgt. Und die Deutungsansätze, die andere gemacht haben, die ich aber verwerfe, die kommen nachher auch nicht dort schon ins Register. Führe ich nur weiter. Aber da hast du es zu sagen? Das muss ich selber sagen. Wer soll es so sagen? Dann Vergfall, dann Vergfreisch. Also wir haben hier im Wartau ein ganzes Nest von diesen Vernehmen. Vergrolis 1, Vergrolis 2, dann, jetzt ist dann Vierhütte, das ist wieder ein anderer Fall. Dann Verjargils, Verlingen, Verlingenstein, Verlüls ist wieder ein. Verlüls ist dort zwischen Gretschins, Ried und Kalkofen-Wann, dort wo der Schuss stand, ist der Wartauer, heisst im Verlüls. Das ist romanisch Valulia. Val heisst ja das Tal. Valulia, latinisch Valucula, heisst das kleine Tälchen. Aus dem Valulia ist Verlüls worden im Wartau. Also ist noch blüht er eins romanisch, aber halt durch die Jahrhunderte ein bisschen verändert worden. Ein riesiges Werk. Oder du sagst, im Juni soll es rauskommen, wirklich zu einem Spottpreis. Da muss man ganz klar sagen, die Einblender haben wir gemacht. Jetzt würde es mich interessieren, wenn du mal raus bist aus dem Stress. Ja. Meinst du, so wie du erzählst, wäre natürlich interessant, oder? Wenn du ein Referat machen könnte man die jetzt buchen zu bestimmten Themen? Vorläufig mal sicher noch nicht. Nein, aber ich sage noch gar nichts. Vielleicht, als ich noch will und mag, und vielleicht will ich noch etwas anderes. Aber du sagst auch nicht Nein. Jetzt sage ich nicht Nein, ich sage aber auch nicht Ja. Ja. Es gibt doch den Journalisten in Deutschland, der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Hat man immer gesagt, quasi mit Grammatik kannst du Leute nicht faszinieren. Und der hätte nun wirklich unglaubliche Faszination hergekriegt. Ja. Wenn ich dir so erzählen könnte, wäre es schon sehr, sehr interessant, wenn wir die eben auch für ein Referat buchen können. Natürlich entsprechend, vielleicht nicht gerade Honorar von Hillary Clinton, aber also vielleicht das könntest du einholen. Oder? Und einfach zum Schluss jetzt nochmal die Frage, es ist jetzt ja das Zweitnamenbuch in kurzer Zeit, sagen Sie einmal. Also in langer Zeit, aber in kurzer Zeit, wo du es da in der Gegend machst. Liechtensteiner, jetzt Swedenberger. Da steht so etwas nochmal an. Wenn ich jünger wäre, sofort. Schon. Aber weil ich eben nicht jünger bin, eben eher nicht. Aber weißt du, ehrenamtlich. Mein Verständnis ist einfach irgendwie, das ist doch kein Tun. Es ist doch ein Kulturschatz aufbereitet für die Region. Ja, das habe ich auch gemeint. Aber der Kanton schaut das offenbar jetzt, hat es ein bisschen anders angeschaut. Oder er hat einfach Prioritäten anders gesetzt. Man hat zum Beispiel im Schloss Werdenberg einen Haufen Geld eingebuttert.
für einen Eventbetrieb, wo auch nicht alle so wichtig finden, weil das verblasst ja wieder, oder? Das ist nachher wieder weg. Das ist etwas, was bleibt. Also da muss jeder selber seine Wertung anbringen. Meine Wertung ist klar. Die ist hier gelebt worden jetzt. Und was andere dazu zu sagen haben, ist wieder ihnen überlassen. Und da trifft der Nagel auf den Kopf. Ja, wer sich mit der Herkunft von Emmen beschäftigt und das verständliche Gegenwart transportiert, der hat eben noch etwas zur Gegenwart zu sagen. Die klare Sicht von Hans Stricker, die fasziniert. Der Wissenschaftler, der hinter dem Werderberger Namenbuch steht, ist fassbar. Und das nicht zuletzt eben wegen seiner Bodenständigkeit, seiner grossen Liebe zu seiner Heimat, seinem Ursprung. Er hat mir dann auch unter den Taufbrief von seiner Urgroßmutter gezeigt. Und mir ist klar geworden, warum die Wissenschaft rund um die Nemme im Werderberg durch Hans Stricker verständlich, interessant und lebendig wird. Das ist ein Dorfzähler aus unserer Familie. Du musst mal schauen, die Jaskartenmotive, die es drauf hat. Eicheln. Siehst du, Roseneicheln. Das hier ist der Buchstabe M, dort draussen. Mein Hüter und mein Hirt ist Gott der Herre. Darum fürchte ich nicht, dass mir etwas gewähre, also passiere. Auf einer grünen Aue nehme ich weiter. Grün, will mir grün sagen. Ist grün. Und das ist von meiner Urgroßmutter, der Dofeti, Zädel. Dieser Taufetbrief zugehört Elsbeth Eggenberger am Grabselberg, am Kappeli, Datum den 7. Tag April. Es ist aber 1794, weil das Jahr hat nur Platz drauf. Und da hat es ganz köstliche Sprüche drauf. Also ein bisschen kulturpessimistisch. Vergiss mein Nichts sind schöne Worte, wann man sie braucht, beständig fort. Liebst du mich, so liebe ich dich, wie du mich willst, so hast du mich. Bin ich dein, so bist du mein, wie du willst, so soll es sein. Solange ich lebe, so liebe ich dich, wann ich bin tot, so denk an mich. Verschiebe nicht auf morgen, was du heute tun kannst. Wir lernen alle Tag und lernen doch nicht aus, bis das ein kühles Grab ist, unser Haus. Das Zeug haben sie geschrieben. Und dann so Kaffee und Kuchen gegeben, vom Hans Stricker selber backen. Ja, wer eine Geschichte hat, der hat eben noch etwas zu sagen. Nehmen sagt ganz viel aus. Das Werderberger Namenbuch eröffnet dem Leser vielleicht sogar einen Zugang zu seiner eigenen Geschichte. Stückchen für Stückchen wie der Kuchen ist das Namenbuch entstanden. Dank dem langen Schnuff vom Hans Stricker, hier der Wiege, der sein Namenbuch hier vorstellt, zusammen mit seiner Frau Marianne und hier bei der Wiege auf grosses Interesse stößt. 13'000 Flurnehmen, 6 Gemeinden, insgesamt 9 Bände auf nahezu 5'000 Seiten. Es ist der Langschnuff vom Hans Stricker, der das eben ermöglicht hat. Die doppelte Ausgabe von 8 Bänden und eben auch dieser kompakte Ausgabe für eben namen-interessierte Laien. Und da seht ihr, der Kleine, auch der hat sehr grosses Interesse. Und das Interesse ist auch berechtigt, weil sprachhistorisch ist das Gebiet, wo wir drinnen daheim sind, ja eben ganz interessant, weil vor 1000 Jahren die eingewanderten Alemannen auf alteingesessene Romanen gestoßen sind. Und der friedliche Zusammenstoß von diesen Kulturen, das lässt sich eben in dieser Namenlandschaft nachverfolgen. Wo ein Buch bestellen kann, ist eingeblendet und auch, wer dann in die Presse gesprungen ist, nachdem der Kanton ausgestiegen ist. Manchmal wäre es vielleicht, und das ist jetzt einfach meine Anmerkung, wichtig, dass man auch beim Kanton das Augenmerk auf wirklich Wesentliches lenken würde und nicht einfach nur in die Hand von einem Einzelkämpfer wie in diesem Fall oder von einem Verein legen würde.